Okay, das Schwingen habe ich schon mal nicht verlernt. Oh, mit Headset zocken ist doch gleich viel geiler. So, hello. Tisch. Hallo. Wie kann ich helfen? Ich bin übrigens Spider-Man. Ja, ich weiß. Die freundliche Spinne aus der Nachbarschaft. Jemand macht sich an den Sensoren zu schaffen. Ich bekomme falsche Daten vom Hauptrelais. Oben auf dem Grand Central. Unterwegs. Halt! Halt! Ja? Wo ist der andere Spider-Man? Oh, im Urlaub. Er ist im Urlaub. Ha! Aber keine Sorge. Als hätte ich's gewusst. Ja, man spürt einen extremen Unterschied. Ich definitiv nicht erkannt. Oh, er meldet sich über die App. Hier ist Spider-Man. Hey, ganz vergessen. Gestern gab es einen Einbruch. Direkt nebenan bei der Roxxon Plaza. Eine Gruppe namens Underground. Heute Morgen hingen sie an meiner U-Bahn-Station rum. Der Underground. Ah, ja. Ist noch irgendwas über sie bekannt? Sie sehen sich selbst als Nachwuchsmafia. Es gibt sie schon länger, aber jetzt haben sie einen neuen Boss. Tinkerer. Tinkerer. Danke für den Tipp. Und, Breakdance in der Luft. Ist das geil. Wow, Moment. Wusste ich nicht, wie ich dich erreiche. Ich habe in den Nachrichten gesehen, wie du Rhino erledigt hast. Da dachte ich, dass du der Richtige bist. Cool. Arbeiten Sie lange bei der U-Bahn? Nee, erst seit letztem Jahr als mein Bruder. Oh ja, warum nicht? Nee, okay. Kann man machen. Ich wollte mich verändern und dachte, ich könnte mit diesem Job hier anfangen. Apex habe ich noch gar nicht auf der PS5 gezockt, glaube ich. Na, wenn wir das hinkriegen, ich habe zurzeit keinen Bock auf Apex. Initiative gezeigt und die FSDN-App genutzt haben. Aber ab Dienstag, das mache ich. Viel Glück mit den Sensoren. Wenn das Winter Express am Start ist, wird wieder richtig schön gesuchtet. Sieht schon ein bisschen mega geil aus. Ich muss mir unbedingt noch vornehmen, aufs Empire State Building zu klettern. Das habe ich nämlich noch nicht gemacht. Oh, leck die Katze, ey. Boah, zieht euch doch die Aussicht rein. Was ist ein leck die Katze? Wie komme ich denn auf diesen Schwachsinn? Okay. Ich habe das Spiel jetzt eine Woche nicht mehr gespielt. Ich hoffe, dass ich hier mit der Steuerung wieder klarkomme. So. Wo führen diese Kabel hin? Stopp. Und da. Nee, stopp. Ich muss in diesen Raum rein. Na, mehr als drücken kann ich nicht. Check ich nicht. Ach, alles klar. Grüß dich, Günther. Wenn Gegner misstrauisch werden, erscheint das Fragezeichen-Symbol und sie sehen sich genau um. Wenn du das Symbol bla siehst, wurdest du entdeckt. Hey! Selber hey! Okay. Irgendetwas stört die Signalrelease. Ja, Spider-Man, der Hacker. Krasse Technologie. Es tut mir leid, aber... Die Sensoren laufen wieder. Was hast du gemacht? Mich um den Saboteur gekümmert. Und er scheint sein Spielzeug vergessen zu haben. Das leuchtet so schön. Ich werde später zurückrufen. Wow.
Damit könnte ich bestimmt Pete's Holodrohnen herstellen. Halte zum Herstellen X an der Holodrohne gedrückt. Jetzt ist mir die Frage, wo ist die Holodrohne? Ach, das ist das Ding. Schalte die Aktivität mit. Teile neue Geräte und Upgrades frei. Ziemlich einzigartige Frequenz. Vielleicht kann ich die nachverfolgen. Aha. Es scheinen noch mehr davon in der Stadt verteilt zu sein. Trainingsmodus, Upgrade oder verstehe ich das richtig? Keine Ahnung. Robert, bist du schon durch mit dem Spiel? Perfekter Zeitpunkt für die neuen Holodrohnen. Aha. Ich mach dich fertig! Holotechnologie! Vor dir! Ich zeig dir, was wir drauf haben! Hey Underground! Wir treffen uns ein bisschen zu häufig! Bam! Lass mal gucken hier, wo sind die anderen? Ach, der ist immer noch hier. Deine Mutter ist verletzt. So. Okay, ich hoffe, die Züge fahren. Ah ja. Ich sollte mich bei Onkel Aaron melden. Ja? Hey, Mr. Davis. Ah, okay, interessant. Danke für die Info. Ich habe aber keine Züge auf den Gleisen. Beim Betriebshof muss irgendwas passiert sein. Der Underground hatte sich an den Sensoren vergriffen. Nutzt Roxxon die U-Bahn, um Nuform zu transportieren? Roxxon? Ich hatte mir fest vorgenommen. Erstmal aufs Empire State Building, das wollte ich unbedingt noch machen. Das steht noch auf meiner Agenda. Jetzt sind wir immer hier. Sie haben meinen Bruder erwähnt. Ist da sonst noch Familie? Da ist es. Geil. Mal gucken, ob man bis auf die Antenne kommt. Aber sie fehlen mir. Besonders mein Neffe. Wir haben zusammen Beats gemischt. Tja, vielleicht gibt's bald ein Wiedersehen. Mit ihm, der Familie. Hoffentlich, Kleiner. Ja. Ich muss los. Der Underground wartet. Stopp. Bye. Bin noch nicht ganz... Ah, doch, relativ detailgetreu. Krass. Ja. Ist das geil. Hey! Spider-Man? Spider-Man? Spider-Man durch. Das muss jetzt einfach sein. Bis hoch auf die Antenne und dann mal gucken. Alter, ist das krass. Stopp! Irgendwie? Ah, jetzt. Ich wollte auf die Antenne. Ich geh krachen. Ist das nur heftig. Freiheitsstatus auch zu sehen. Richtig edel. Brooklyn Bridge. Da geht mir einer ab. Ohne Scheiß. Das ist schon geil. Haben sie schon richtig, richtig fett gemacht. Die Prise Matti. Oh, die Prise Matti, die Prise Salz. Alles klar. Okay. Voll auf die Fresse gefallen. Ich dachte, ich bin schon über dem Vorsprung. Ist geil. Alles klar. Kann man machen. Nice to have, aber auch nicht unbedingt wichtig. TM Films, grüß dich. Alles klar bei dir? Bei mir ist alles schön. Leider sehr, sehr wenig Zeit zum Zocken. Ich bin froh, dass ich jetzt nach über einer Woche endlich mal mein Let's Play hier weitermachen kann.
Geil. Zieht euch doch die Kirche rein. Mega. Ich bin übrigens ein mega New York City Fan. Deswegen, ich könnte ja eigentlich stundenlang nur durch diese Stadt laufen. Weil ich ja auch schon mal war. Es ist einfach eine geile Stadt. Oh, falsch. Der Underground zerstört alles. Vielleicht kann ich sie leise stoppen. Beeilung! Tinkerer sagt sehr schnell rein, schnell raus! Das braucht seine Zeit, Mann! Was schieße Netz um Oberflächen und Objekte, um Gegner anzulocken? Ah. Was war das denn? Ja, und nun? Wie fett ist das denn? Alles klar. Also die Kombos sind extrem umfangreich. Damit habe ich echt noch Probleme, dass ich mich nicht ständig verdrücke. Alles klar. Ich könnte Piets Visier mal ausprobieren. Halte L2 gedrückt und fahre über einen Gegner, um ihn zu markieren. Sehr schön. Jetzt kann ich sie aufspüren. Ah. Alles klar. Zack, zack. Sind die eigentlich alle blind? Kann das sein? Noch jemand hier? Da ist noch jemand. So, wie war das jetzt nochmal? Nein. Na, jetzt habe ich mich verdrückt. Was ist das? Geiler Finisher. Ich habe eine Theorie. Hier wolltest du vorm Abgreifen. Habe ich recht? Dale, bleib da. Und hältst du nicht auf, Spider-Man. Ach, was für eine Verschwendung. Sind denn das? Hey, halt das mal bitte! Na? Der weißt du nicht. So. Das waren alle. Jetzt die Züge wieder auf die Gleise bringen. Alles klar. Die Steuerung ist vermutlich im Büro. Tinkerer, der Kopf der Gruppe, laut Onkel Aaron. Mann, das Terminal ist hinüber. Leicht T-Fact. Ich muss die Züge per Hand wieder auf die Schienen bringen. Oder per Netz. Die Drehplatte da ist gut. Fabix, danke für dein Follow. Drehplatte drehen? Züge mit Netzen ziehen? Sollte klappen. Das war irgendwie nicht das, was ich machen sollte. Drehplatte? Was für eine Drehplatte? Ah, alles klar. Nee, du schwingst dich ja daran, das macht ja keinen Sinn. Stopp. Ach, alles klar. Halten. Ich lasse mal los. Das klappt. Fast geschafft. Nee.
Ziel mit Netzen an Zahnrädern, um damit verbundene Objekte zu bewegen. Das ist schön. Warte mal. Jetzt muss ich mal gucken hier. Ich bin noch ein bisschen überfordert, was jetzt hier der Plan ist. Ah, alles klar. Nein, der Zug muss unten bleiben. Onkel Aaron will sich wohl tatsächlich in der Familie aussöhnen. Ja. Ich sollte ihm entgegenkommen. Smiles. Ah, warte mal, irgendwas fixieren. Muss schlimm gewesen sein. So. Erst den Zug runterlassen und dann den Flaschenzug einspinnen. Ach, alles klar. So ist es gut. Jetzt zu den anderen. Wie viele sind denn hier noch? Nein, das war nicht der Plan. Wollen die verhindern, dass das nur von die Stadt erreicht? Falsch. Was? Alter, ich lass doch gedrückt. Obwohl, das ist doch auch richtig rum so, oder? Keine Ahnung. Erstmal einen Überblick verschaffen. Zack, zack, zack. Wo sollen die denn lang? Ich habe absolut keinen Plan. Wir ziehen den nochmal in die Position. Nein. Nein. Ich werde wahnsinnig. Nochmal. Und nun? Ich bin noch ein wenig überfordert. Was soll ich hier machen? Oder muss das Ding so rumgedreht werden? Na, irgendwas muss doch hier mit den Zügen sein. Hier irgendein Missionsziel, dass man mal sieht, was man hier noch machen soll. Es sind doch nur zwei Züge, die ich bewegen kann, oder? Keine Ahnung. Das habe ich bei der ersten Folge schon ein bisschen bemängelt, dass du manchmal so nicht so ganz raffst, was du machen sollst. Das finde ich ein bisschen nervig. Komisch. Das habe ich schon verstanden. Ist vielleicht die Ausrichtung noch nicht richtig? Du musst den ersten Zug in Richtung Tunnel ziehen. Aha. Ach, man muss die nachträglich nochmal ziehen. Okay. Robert, vielen Dank. Gut, einer noch. Okay. Muss man auch erstmal drauf kommen. Also ich hätte das jetzt wahrscheinlich nicht gleich rausgekriegt. Wer blockiert was? Kann ich da überhaupt rein? Ja, ich sehe gar nichts. Zurück zur Mission. Na, ist klar. Ich raff's immer noch nicht. Was ist jetzt das Problem? Na, der vom Kran ist ja jetzt hier. Kann das sein, dass der vielleicht falsch rum ist? Was wahrscheinlich, okay. Da
Das macht keinen Sinn. Irgendwie passiert ja noch nichts. Also ich finde, das fehlt in dem Spiel komplett. Hier so ein richtiger Hut, der dir zeigt, ey, hier, das musst du grob machen. Das nervt mich mega an dem Spiel. Welchen anderen? Hier ist doch gar... Ach, der. Sind auf den Gleisen. Jetzt noch Strom. Strom. Die Steuerung hier ist auch hinüber, aber der Generator nicht. Aber meine, klar, es ist simpel, aber das erstmal zu erkennen, das fehlt mir irgendwie. Okay, so kann ich die Züge mit Strom versorgen. Vielleicht. Weil er erzählt kurz was und sobald du ein bisschen unaufmerksam bist und das vielleicht nicht gleich gerafft hast, dann stehst du da und denkst dir, fuck, was muss ich denn jetzt machen? Halt zum Zielen, bla bla bla. Aha. Ach, die Netze sind auch noch leitfähig. Na, das ist ja interessant. Leitfähige Spinnennetze, das ist ja richtig. Hey, Mr. Davis, hat sich bei Ihnen was verändert? R3, danke für den Tipp, das muss ich mir mal merken, wenn ich mal wieder an so einer Stelle bin. Wenn noch was ist, schreiben Sie mir über die App. Moment mal, ich habe hier eine Kleinigkeit für dich. Nichts Besonderes, aber... Für mich? Ein Dankeschön dafür, dass du meinen Job gerettet hast. Cool, cool, ich komme jetzt zurück. Hey Miles, bin gerade in Europa gelandet. Wie war Tag 1 als Solo-Spider-Man? Ziemlich gut. Hab eine Verschwörung in meiner Nachbarschaft entdeckt. Klassiker. Hast du schon einen Plan? Ich improvisiere einfach. Du bist ein wahrer Spider-Man. Absolut. So Truss von. Klar, Mann. Oh, und danke für das Geschenk. Ist der Hammer. Was ist dir verdient? Oh, MJ braucht mich. Ich muss los. Bye. Alter, seit der U-Bahn-Sache geht die App steil. Die sind nur am Telefonieren hier. Wie so ein paar Weiber, ey. Was für ein Typ. Oh, das muss ich mir unbedingt ansehen. Jetzt, wo die ganze Stadt auf mich zählt. Wir sind gerade die beliebteste App in New York City. Sieh's dir an, wenn du bei deinem Onkel fertig bist. Er weiß immer noch nicht, wer du bist, oder? Fast hätte ich mich verplappert. Aber nur fast. Ich sehe mir die App an, wenn ich hier fertig bin. Bis später. Na, so langsam... kommt auch das Movement richtig rein. Das macht schon mega Bock. Spider-Man! Wie soll er ausrasten? Naja, durch den Park ist ein bisschen schwierig mit dem schnell sein. Das ist... Oh, hey, und er telefoniert schon wieder. Du musst dich beeilen, Spider-Man. Ja, ich kann nicht hexen. Bomben auf die Gleise. Bomben? Der Underground. Deine Reparatur hat ihnen wohl nicht gepasst. Ich komme so schnell ich kann. Ein Moment noch. Und nicht rausgehen. Ist der Spin? Nein. Ich bin Hello Kitty. Fragt der Passant, ist der es wirklich? Was ist das für ein Trottel? Geil. Sorry, ich möchte jetzt hier gerade keine PlayStation-Controller in die Kamera halten. Ich mache hier am Spider-Man-Let's Play.
Es gibt doch genug Videos davon. Ich habe doch Unboxings und alles gemacht. Einfach auf meinem Kanal gucken. Ich muss das beenden. Bam. Okay, jetzt die Bomben. Ach, das sind Bullen. Geil. Wo ist hier eine Bombe? Wo? Ich mach schon. Na, willst du vielleicht mal irgend so ein Dingens machen? Danke. Der ist so blöd. Alter. Okay. Runde 2. Er hangelt sich nicht. Ich raste gleich aus hier. Ich werd hektisch. Danke. Oh, in der Hektik wird's eklig. Hör doch mal auf zu telefonieren, das ist doch nicht zu fassen, ey. Der Typ ist so geil. Naja. So, wo? Noch wer? Das war's. Die Züge fahren, der Underground ist erledigt. Ey, warum hab ich mich so blöd angestellt, um auf die Brücke zu kommen? Ich glaube, ich habe R2 und L2 mit den anderen beiden Schulterntasten ein wenig verwechselt. Was hat er denn? Spider-Man hat die U-Bahn repariert. Er macht gute Arbeit, Aaron. Alles klar. Der Underground hat meinen Anzug zugesetzt. Der Underground hat mein... Ah, ja. Angriffe nach perfektem Ausweichen verursachen für 5 Sekunden 50% mehr Schaden. Das klingt schon geil. Das machen wir doch gleich mal rein. Okay, wo sehe ich denn, wie viele Ressourcen ich habe? Da unten. Okay. Alles okay, Mr. Davis? Ja, dank dir. Oh hey, hier für dich. Eine Jahreskarte für die U-Bahn. Danke. Stimmt der Name so? Woher weißt du? Eine Jahreskarte. Okay, ich muss los. Ist klar, da musst du ja mal Spider-Man losheizen. Moment, Miles.
Ich hab's geahnt, als ich gestern Nachrichten geguckt habe. Deine Moves bei der Verbrecherjagd, wie du ausgewichen bist. Es war wie damals im Park beim Basketball mit dir und deinem Dad. Du warst schnell. Jetzt bist du schneller. Keine Angst, ich sag's deiner Mom nicht. Versprochen? Versprochen. Sieh dich an, wenn dein Dad dich jetzt sehen könnte. Er würde vermutlich ausflippen. Er würde definitiv ausflippen. Du hast also den anderen Spider-Man abgelöst? Nein, wie gesagt, er ist nur im Urlaub. Okay, und du vertrittst ihn jetzt? Ja. Viel Verantwortung für jemanden in deinem Alter. Ich schaff das schon. Hoffentlich. Aber hör zu, wenn du mal nicht weiter weißt, ruf mich einfach an. Ich bin für dich da. Kapiert? Kapiert. Danke, Onkel. Ist der richtige Spider-Man so viel älter? Ich habe keine Ahnung. Genki sagt, die App geht steil. Die Stadt braucht definitiv einen Spider-Man. Ich sollte eine Weile patrouillieren. Ja gut, die ganzen Nebenquests, muss ich ganz ehrlich sagen, die interessieren mich definitiv so gar nicht. So, Fertigkeiten. Wie viele Punkte haben wir? Wir sind Stufe 6. Fertigkeiten Punkt 1. Was hat man hier? Verdoppelt die Zeit, in der Gegner Venom geschockt sind. Haben wir hier irgendwas? Halte für einen Venom-Reißer-Angriff Dreieck gedrückt, nachdem du einen Gegner mit Nahkampf-Kombo oder Venom-Angriff in die Luft geschleudert hast. Ach komm, wir nehmen das hier. Zack. Bitteschön. Hola, Miro, weißt du was? Ist nur am Telefonieren, der Typ, ey. So. Okay, danke für den Tipp. Oh, Mom, eine Frage noch. Du weißt schließlich, was in Harlem abgeht. Hast du schon mal vom Underground gehört? Ja, sie haben auf Roxxon-Gelände ran. Ich kenne Need for Speed Underground. Ich glaube, sie werben überall im Viertel Jugendliche an. So. Sie haben dich doch nicht irgendwo reinziehen wollen, oder? Nein, nein. Onkel Aaron hat mir von ihnen erzählt. Mountain. Ja, ich hab cool, dass du da bist. Alles klar bei dir. Getroffen. Wusstest du, dass er da arbeitet? Nein. Ach, jetzt sehe ich was. Du sollst dich doch von ihm fernhalten. Aber du und Dad habt mir nie gesagt, warum ich ihn nicht mehr sehen darf. Früher war er doch dauernd bei uns. Das soll Aaron selbst erklären. Ich bin gleich da. Kein Problem. Geh die Welt retten, Mom. Jede Stimme zählt. Mach nicht Plan! Irgendwelche Straßengangster. Geil. Ich mach dich platt, sagt er. Geil. Zeig mir, was du kannst! Mach ich doch. Geil. Du hast es so gewollt. Kriegst du nicht? Nee, stimmt, ich krieg dich nicht. Bam. Du hast es schon gewollt. Lass mal bei mir. Was ist das? Spider-Man 1, ja. Räuber 0. Naja. Nutzen Sie die App. Wow, du bist schneller als die Polizei. So, gibt's hier noch irgendwas zu tun? Was ist das? Upper West Side Fortbewegungsauftrag. Mich würde mal interessieren, ob die reine Story 10 Stunden sind oder mit allem möglichen Drumrum 10 Stunden. Achso, mit allem möglichen drumrum, das kann ich mir nicht vorstellen. Du hast mir nicht geantwortet. Oh, ja. Sorry, ich war ziemlich beschäftigt. Aber nur 10 Stunden Story finde ich ein bisschen mau. Ecke 78. und West End. 78. Beim Science Center? Warum dort?
Wirst schon sehen. Sei pünktlich. Ecke 78. und West End. Ich werde wohl sehen, was sie meint. Na, könnt ihr das mal schneller aktualisieren? Ich schwinge wahrscheinlich schon Stunden in die falsche Richtung. Ach, jetzt. Na, dass der Cursor nicht auf der Minimap ist, das ist ja auch komisch. Ah, das Schwingen ist manchmal noch doch. Nein. Na komm, so einen kleinen Gangster werden wir ja noch fangen können. Eine irre Verfolgungsjagd. Juhu. Da wird noch wer verletzt. Hier spricht Spider-Man. Halten Sie an, bevor. Ach, jetzt geht das hier wieder los. Geil. Ah, diesmal klappt das sofort. Bei der ersten Aktion wollte das nicht so klappen. Ah nee, der Fahrer ist immer noch ein bisschen schwieriger zu treffen. Nee, das will nicht so richtig. Trifft er mich? Ich bin gerade ein wenig. Jetzt. Kein Ding. Ah, ich war zu langsam. Scheiße. Puh. Naja. Das hätte auch besser klappen können. So, wo muss man hin? Nein, stopp. Scheint aber unmöglich zu beantworten zu sein. Das macht mich wütend. Sie stehlen, verletzen, entführen. Langsam, schön geschmeidig, danke. Sie verfügen über hochmoderne Technologie und hassen. Guten Tag. Puh. Hey, lahme Ente, hier oben. Die Feuerleiter ist wackeliger als früher. Sei bloß vorsichtig. Ja, ich denke auch 10 Stunden Hauptstory. Also wenn du jetzt hier wahrscheinlich jedem Nebenspaß nachgehst und vielleicht noch die ganzen Herausforderungen meisterst für diese Fähigkeitenpunkte, bist du sicherlich eine Weile beschäftigt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich interessiert wirklich die Hauptstory. Ich will einfach die Hauptstory zocken. Deshalb wolltest du dich also hier treffen. Du bist spät dran, ich wollte schon los. Hilf mir mal, das sitzt fest. Makolo, danke für dein Follow. Und Shark Game ebenfalls. Ach, glaub mir, in New York willst du nicht wohnen. Weißt du noch die Kombination? Das verliert seine Magie, die Stadt, wenn du da wohnst, glaube ich. Okay, die ist... 112. Ihr müsst diesen Code auswendig wissen. Ich bin nicht immer Daumen, ihn euch zu sagen. Boah, der war sehr schwierig. 0112. Ja, gut. Also, was möchtet ihr in das Ding reintun? Geheime Zeitkapsel. Nur für Miles und mich. Bam, ganz genau. Was geheim ist, ist geheim. Hey Rick, machst du jetzt diesen Job bei Rockstone oder nicht? Wieso? Würdest du ihn haben wollen? Vielleicht. Zeig doch mal das Angebot. Okay, ich habe Konkurrenz, hm? Tja, es hört sich ziemlich gut an. Ich soll das saubere Energieteam leiten. Und du kennst mich. Saubere Energie rettet die Welt. Ich liebe meinen Nerd-Fanclub. Oh, wenn man vom Teufel spricht. Rockstone, bin gleich zurück.
Du weißt doch den Code noch, oder? Die Fibonacci-Folge. Cool. Ich dachte, ich muss mir den Code merken. Der Energiekonverter war ziemlich heiß. Stimmt. Ob er wohl noch im Science Center ausgestellt wird? Hoffentlich. Wow. Sieh uns an. Wie zwei Trottel. Das ist doch der Oldspark, oder? Von Transformers. Ja. Ist da irgendwas mit ihm? NY ist wirklich sehr teuer. Habt ihr gestritten oder so? Nein. Kein Streit. Finn. Alles gut. Warum haben wir keinen Kontakt mehr? Mist, schon so spät. Ich muss los. Hey, ich glaube, wir erzählen beide nicht alles. Nächstes Mal keine Geheimnisse. Okay? Ja. Vielleicht. Wenn du pünktlich bist. Bis bald dann, Kurzer. Du siehst, dass ich jetzt größer bin als du. Nicht hier drin. Drei. Der Abschluss der Mittelstufe war bittersüß. Finn ging auf die Midtown High. Ich auf die Brooklyn Visions. Wir wollten in Kontakt bleiben, aber... Die Highschool ist eine ganz andere Welt. Dann kann ich hier nicht durchswitchen jetzt. Echt schön, Finn wiederzusehen. Ich sollte die anderen Zeitkapseln suchen. Aber etwas später. Ich muss nach Hause zu Mams Kundgebung. Zeit für meine Jahreskarte für die U-Bahn. Ach, Schnellreisen gehen also auch. Okay. Deswegen die Jahreskarte. Das ist natürlich geil. Das ist natürlich wirklich geil. Das würde mir irgendwann auch auf den Sack gehen. Du bist am südlichsten Punkt von Manhattan und musst ganz ab nach Harlem. Handy, ja. U-Bahn-Ticket, ja. Hast du den Schlüssel? Ja, ich hab ihn. Ich muss hier mal irgendwie ein bisschen meine Beleuchtung. Na los, wir kommen zu spät. Das ist ja schön. Hey! Oh Mann, ich werde dir Schnee in den Anzug stopfen. Hast du den Anzug noch an? Ja, klar, für den Fall. Es wird schon gut gehen. Siehst du, das gefällt mir an Harlem am besten. Spontane Straßenfeste, das beste Essen der Stadt, tolle Musik. Ja, das ist ziemlich cool. Sieht so geil aus. War ich immer noch nicht drüber fertig. Ich wünschte, ich hätte künstlerisches Talent. Mein Onkel hat früher in der ganzen Stadt gesprüht. Vielleicht zeigt er uns, wie es geht. Ich könnte wohl trotzdem keine gerade Linie zeichnen, aber es wäre cool. Sieht echt cool aus. Gern geschehen. Na, check mal das Mädel aus. Das war wohl nix. Ich mach nächstes Semester auch Gebärdensprache. Espanol habe ich ja inzwischen gemeistert. Ah, si. Desde cuando. Haha. Zwei Pastelillos und einen Kaffee con leche. Du hast dir zu viel essen. Ja. Okay, gute Idee. Ach, ist schön, dass ich auch schneller laufen kann. Ich dachte, ich war jetzt gezwungen, so langsam zu laufen. Viel Glück, Miss Morales. Danke, Tim. Ah, Roxanne hat's wirklich mit immer wachsam bleiben, hm? Oh ja. Yeah. Eduardo, danke für dein Follow. Buenas noches, vecinos. Wisst ihr noch, wie es war, bevor... Roxxon hier alles platt gemacht hat? Hey, bist du okay? Ich sage es euch. Es ist nur, was so an der Rede ist, mein Dad. Heimat der besten Eiscreme in ganz New York City. Und Juniperos Kita. Es ist okay, so Mann. Deine Mom hat Leute, die auf sie aufpassen. Die Kirche St. Teresa, deren Chor jeden Sonntag und Mittwoch
den ganzen Du bist jetzt Spider. Psst, hey. Und selbst jetzt, Roxxon transportiert Nuform, ihren experimentellen Treibstoff, durch die Stadt und schweigt über die Risiken. Diese Botschaft ist für Roxxon. Der, für den ihr arbeitet, Soundtrigger, ist ein Mörder. Diese Plaza ist ein Denkmal für Skrupellosigkeit. Sie hat sich eröffnet. Der Underground sorgt dafür. Oh ja, das sind sogar die Power Rangers. Bleib ruhig! Keinen entkommen! Waffen bereit! Sie brauchen dich. Ich helfe deiner Mom. Voll vom Shuttle. Ich hab sie! Auf geht's! Noch welche auch da. Oh, das ist ja geil. Sind du hin? Hat den da schon mal festgenagelt. Oh, das ist aber eine ordentliche Explosion. Kann ich mir in so ein Heli hängen? Gott sei Dank. Wo bist du? Ich bin zu Hause, aber ich kann ins Krankenhaus kommen. Nein, bleib in Sicherheit. Du bist verletzt? Was ist, wenn dir etwas passiert und ich bin nicht da? Miho, das ist nicht wie beim Rathaus. Wir sind alle okay. Du bleibst in Sicherheit. Verstanden? Ich bin bald wieder da. Dann unterschreibst du auf meinem Gips. Ja. Das wäre muss dein Kasse. Hab dich lieb. Miles, die Kundgebung war in den Nachrichten. Seid ihr okay? Wo seid ihr? Sicher. Es gab eine Explosion. Okay, aber wenn Roxxon auftaucht, verschwindest du, klar? Wir werden einen Sündenbock für das alles suchen. Tinkerer, Trilo, danke fürs Aufpassen. Okay, ich pass schon auf. Die Explosion sah übel aus. Ich muss mich beeilen. Ja.
Faser aber wohl nur zum Aufwärmen. Oder zur Ablenkung. Los, los, los! PM Deluxe, danke für deine Bits. 500 an der Zahl. Fette Sache, danke. Da ist eine Frau dahinter. Mich würde nicht mal wundern, wenn das seine Schwester ist. Also als Theorie. Ah, dunkle Haut hier drunter, sah zumindest so aus. Ja, ja, definitiv dunkelhäutig. Mal gucken, ich bin gespannt. Live, Grüße. Werdet ihn los, dann nehmt mit, so viel ihr tragen könnt. Bam. Das ist doch ein Phoenix-Kid. Oh. War sie das jetzt oder nicht? Ich weiß nicht, ich hab's jetzt nicht so auf der Schnelle. Ja! Also das wurde jetzt aber schnell aufgelöst. Die war es tatsächlich. Krieg der Gänsehaut. Also ich muss dazu sagen, ich wusste das wirklich nicht. Ich kriege gerade irgendwie. Ich hab sie heute getroffen. Oh. Nicht nur mein Nachgedacht hätte. Das ist nicht deine Schuld, Mann. Ich war so froh, sie zu sehen, dass ich unabhängig. Alter, war. Was geht? Ich muss sowas merken. Das war's. Der Venom-Schlag funktioniert nicht. Jetzt. Ich spamme hier auf diesen dreckigen Knopf und es wird einfach nicht funktionieren. Geil. Hoch. Hoch. Jetzt sehe ich erstmal, dass ich zwei Leisten habe. Das ist ja interessant. Hoch. Wie viele sind denn das noch? Die Leute sitzen in der Falle. Ich muss hier fertig werden und den Leuten helfen. Nein, das war falsch. Genau, ich bin nur ein billiger Abklatsch, aber es reicht trotzdem. Das war falsch. Oh. Oh, der Anzug sieht aus, krass. Was soll ich machen? Das Feuer. Ah ja. So, Feuerwehrmann, Spider-Man. Feuerwehrman. Also Fireman. Der Bus. Welcher Bus? Alle aussteigen. Alle raus hier. Endstation. Mach's nicht. Ich hab sie.
Leck mich, ist das nur crazy. Mega. Kein Problem, ich zerteile mich mal eben. Ich hab ne Idee. Was geht denn ab? Muss stabiler werden. Ich brauche etwas, das sie rüberbringt. Was dreh dich rum, du Knaller? Ich raff's nicht. Alles klar. Na crazy. Ist das nicht aus... Ist das ein Avengers-Film gewesen oder war das ein Spider-Man? Mit diesem Schiff, Boot, was auch immer. Kranke Scheiße. Alter, ist das geil. Mega. Das war ich. Meine Kräfte. Ich hab das gesprengt. Echt heftig. Alle in Sicherheit. Nach der Explosion fing die Brücke an. Sieh den anderen Spider-Man. Er bitte Anweisung. Was ist los? Ah, das habe ich mir doch gedacht. Verstanden. Jetzt ist er der Depp. Natürlich. Ich bin nicht euer Feind. Was macht ihr denn? Er hat uns gerettet. Hey, lass ihn in Ruhe. Ich nehme das auf. Wir sind Sie weg mit dem Handy. Genau, Datenschutz. Hey, lass ihn in Ruhe. Oh, jetzt gibt's aufs Maul. Das ist die letzte Warnung. Ich hab geholfen. Was geht denn ab? Ich bin Unsichtbarkeitsspinne. Fantastic Four Style. Das ist ja krass. Invisible Man. Der kann ja alles. Was ist jetzt mit Roxxon? Wir sind für sie da. Das war crazy. Sie hätten mich erschossen. Die wollten nicht mal zuhören. Bist du okay? Alter Falter, die Brücke sieht aus. Ich weiß nicht. Die Brücke muss weg. Die Brücke muss weg. Heftig. Seine, wie nennt man das? Bioelektrizität. Willst du Frühstück? Hat Roxxon Eigentum zerstört und darüber hinaus unsere Brücke. Der Bugle. So war das gar nicht. Finnes Tinkerer. Sie hat das Nuform gestohlen. Ich weiß nicht wieso. Und ich hab die Brücke gesprengt. Nein, du hast. Ich gehe jetzt zur Wahlkampfzentrale. Soll ich euch irgendwas mitbringen? Döner, komplett. Was mit Dolce de Coco? Ich dachte, du würdest aufhören. Oh, PM Platz 2. Sollte ich? Läuft. Ich kämpfe für mein Zuhause. Ich mein's ernst. Du könntest tot sein. Unsere Familie gibt nicht auf. Das weißt du. Mom!
Mutti! Dulce de Coco wäre toll. Wenn's kein Problem ist. Ist es nicht. Ein Mac-Menü mit extra Senf. Ich dachte, ich könnte mit meinen Kräften alles wieder gut machen. All das tun, was Spider-Man tut. Ach, das ist nicht nur der Anzug, sondern er selber. Immer wenn du Spider-Man sagst, meinst du damit den anderen. Krass. Du bist Spider-Man. Du richtest das. Auf deine Art. Der Beat ist geil. Danke an 24 Zuschauer. Der Beat gibt wieder einen Copyright Strike auf YouTube. Das ist so toll. Die erste Folge kam auch schon Copyright Strike. Völlig sinnlos. Geil. Mit heißem Kaffee. Was für ein Trottel. Alter. Endlich ein vernünftiger Anzug.